Ja, herzlich willkommen zu meinem ersten Eindruck zu dem Action-Adventure-Game Carrion. Offiziell wird das Spiel jedoch als Reverse-Horror-Game bezeichnet, denn wir spielen eine böse Kreatur, die vermutlich unter anderem auf Menschenjagd gehen wird. Gleichzeitig hat es scheinbar auch so gewisse Metroidvania-Elemente dabei, in der Hinsicht, dass man vermutlich größer, stärker und gefährlicher wird und eventuell vermutlich neue Sachen so betreten oder ähnliches kann. Oh, yikes. Wir gucken uns natürlich vorher, bevor wir das Ganze hier starten, das Optionsmenü an. Controls, General Settings, Monster and Human Controls. Aha. Ich meine, ich hoffe mal, das Spiel wird durch ihre Tutorials das alleine so ein bisschen erklären. Video. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, da hatte ich hier schon so ein bisschen Probleme gehabt. Zum Beispiel Exclusive Fullscreen Mode hatte ich erstmal aktiviert gehabt, was erstmal dazu geführt hat, dass beide meine Monitore, als ich das Spiel gestartet hatte, erstmal schwarz geworden sind. Und keine Ahnung, was das Spiel da genau gemacht hat, aber als ich es deaktiviert hatte, war das Ganze ein bisschen angenehmer geworden. Das Ganze hier vom Sound war schon relativ angenehm. Ich glaube, es war ursprünglich auf 50 gehalten. Also auch hier kann man schon mal grundlegende Sachen machen. Und dann Gameplay. Hat Visibility. Kann man also auch deaktivieren. Und dann kurz nochmal einmal hier schnell die Sprachen durchklicken. Ich würde mal behaupten, da sind ein paar Auswahlmöglichkeiten. Press left mouse button to... Oh. Ja, wir sind hier etwas gezüchtetes scheinbar. Und... Oh. Out we are. Hold left to move. Oh, cool. Das Vieh sieht natürlich schon sehr blutig aus. Es hat auch ziemlich viel Blut hinterlassen. Wir kommen hier noch nicht andersweitig raus, aber dadurch, dass wir schon mal ausgebrochen sind. Oh, hi. Ja, wir haben hier noch keine Möglichkeit. Oh, oh, Alarm. Dann lasst uns hier mal schnell weitergehen. Hold to grab. Move to interact with. Okay. Oh, nice. Wir haben auch einiges an Stärke, um sowas ohne Probleme da rauszureißen. Zugeben, es sind vermutlich nur Gitter. Grab humans, pull them towards you to consume them. Oh boy. Hallöchen. Okay, ich wollte schon sagen, kriegen wir von der Toilette die Tür nicht auf? Doch, natürlich. Okay, aber es gibt leider immer noch ein paar Türchen, die ein bisschen zu stark auch für uns noch sind. So, meine Frage ist, hat das Konsumieren schon irgendwas gebracht gehabt? Außer, dass es halt getötet worden ist. Okay, ich kann auch hier oben lang. Lass uns erstmal hier oben lang gehen. Okay, man kann, wenn man fies ist, auch erstmal sie überhaupt nicht so greifen. So, meine Frage ist... Oh boy, die arme Person wird da so richtig über... Autsch. So, kann ich die Überreste auch noch essen? Ja, Baby. Hier wird nichts zurückgelassen. Consume humans to regain biomass and grow in size. Oh ja, wow, wir sind schon einiges größer geworden. Hoha. Squeeze. Ja, wir sind natürlich auch clever genug. Um jetzt natürlich auch Schalter schon umlegen zu können. Und, okay, Licht ist nicht unser Problem. Wir sind kein Vampirmonster. Oho. Oh, und, ne? Squeeze. Spread biomass and save. Das ist schon durchaus cool. Okay, ich dachte, wir würden hier mehr verlieren, aber das geht ja noch. BS Frontier Wastelands. Research Ward. Seals breached.
Biomass Samples lost 50%, ey. So, jetzt kommt natürlich wirklich Caution, authorized personnel only. No admittance without authorization. Okay, jetzt kommt natürlich so ein bisschen die große Frage. Oh, der eine hält sich da immer noch lustig dran fest. Was wird hier für uns irgendwann die Gefahr darstellen? Gehen wir davon aus, dass die irgendwo mit Waffen sich wehren werden? Oh, ist so creepy. Also ich denke, das haben sie sogar halbwegs gut hinbekommen. Das Gefühl, dass es wirklich ein ekliges Vieh ist. Steuert sich auch ganz cool. Oh, hier könnte man auch noch andere Sachen rausreißen. Denn das macht wirklich Laune. Ha, okay. Hier ist noch zu, da kommen wir einfach nicht durch. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass gerade so drehende Sachen uns vermutlich auch durchaus wehtun könnten. Okay, wir könnten jetzt da lang, aber wir gehen erstmal oben lang. Oh, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay. Das hilft uns also noch nicht weiter. Ups, das war tief, aber dadurch, dass wir uns ja wirklich an allem festhalten können. Sagen wir uns nicht nirgendwo festhalten können, ist das alles. Ha, das sah kurzzeitig so aus, als hätte er es da. Schade, also es gibt wirklich Fußtentakeln und dann halt aber auch Betätigungstentakeln. Und diese schaffen es einfach nicht in dieses Areal rein. Squeeze. Ah, da rein. Also, ich finde es interessant, wie viel man wirklich rein mit der Maus spielen kann. Und dementsprechend jedes Mal, wenn ich dann die Space-Taste drücken muss, fühlt sich das ein bisschen merkwürdig an. Military Junket. Okay, wir sind jetzt hier schon wieder fertig. So, ist das jetzt hier wirklich kein Problem, da durchzugehen? Ja, scheinbar nicht. Das ist wirklich rein im Hintergrund. Die sind also jetzt hier. Moment, hier. Lass mal gucken. Irgendwas mit Does Not Appear Human. Wir werden definitiv. Orders. Shoot everything that moves and does not appear human. Thanks. Ich find's immer noch lustig. Man hat so viele Tentakel, die man hier nutzen kann, um sich zu bewegen. Aber dann einen, der die Sachen aufmacht. Come on. Come to Papi. Kann mir nicht vorstellen, dass diese arme Sau auch nur ansatzweise hier. Na, und nicht einfach nur aufmachen. Einfach nur Türen aufmachen, ist langweilig. Yes! Jede Tür muss zerstört werden. Spread. Also, das findest du angenehm, wie häufig man es speichert? Oh, wow. Ha. Huh. Lass mal nochmal da zurückgehen, weil ich einfach nur wissen will, was das jetzt wirklich zu sagen hatte. Ansonsten kann man hier unter Wasser irgendwas? Nö. Vielleicht hätte man einfach sich so an dem hätte. Ja, oder besser hinstellen können. Okay, also ich gehe mal davon aus, wir werden in der Zukunft weitere Bereiche freischalten und wenn dann irgendwie drei hier dran grabbeln, dann werden wir das da vermutlich aufreißen können. Ich finde es auf jeden Fall interessant, wenn man speichert, dass hervorgehoben wird, dass man Biomass verliert. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich was zu sagen hat. Ding. Dong. Ich frage mich, ob man mit solchen Sachen auch um sich werfen kann. Okay, also da haben wir noch nicht die Möglichkeit durchzukommen. Das kommt dann mit der Zukunft. Ich denke, was so ein bisschen interessant ist. Nope. Oi, au, au, au. Hat der andere das eigentlich theoretisch überlebt? Ich gehe mal nicht davon aus, dass die allzu lange das überleben. Mit die auch wirklich mal mustig. Wow. Man muss die greifen. No. Wir wollen das schon aufessen. Wir wollen zwar mit unserem Essen spielen, aber wir wollen es dann definitiv auch irgendwann aufessen. Okay, also hier zum Beispiel nochmal oben lang. Also hier wird es vermutlich dann irgendwann die Frage geben,
wie man tatsächlich da vorankommt. Denn ich denke, ist klar, das wurde so gemacht, dass man da als kleineres etwas durchkommen soll. Uh-oh. Okay, also dadurch, dass es da natürlich von der Suppe schon runterkommt. Sollte das denen relativ klar sein, dass da irgendwas fragwürdig ist. Okay, aber jetzt haben wir auf. Squeeze in. New DNA absorbed, shoot a cobweb to trap your victims or interact with objects. Und das ist jetzt auf unten E. Nice. Oh, sweet baby. Hoho. Sehr cool. So, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, warum ich da jetzt hier rein sollte. Ah, weil ich da hoch kann. Ich denke, was ein bisschen merkwürdig ist, ist dann doch wiederum die Tatsache, dass man gefühlt alle 5 Sekunden den Screen wechselt. Denn man... Zugegeben ist nicht allzu lange, aber es wirkt irgendwie trotzdem so ein bisschen merkwürdig. Hatten wir in der Vergangenheit nicht auch schon andere Bereiche, wo man das hätte machen können? Mindestens einer, glaube ich. Aber ich bin mal so frei und werde trotzdem einfach mal weitergehen. Yes, hier zum Beispiel. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt alle ganz bewusst aufgegessen, außer die erste Person. Na, 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 na. So, ich will einfach im Endeffekt testen, ob diese Menschen übernatürlich viel aushalten oder ähnliches. Ich habe das Gefühl, dass die eine... Ich weiß, ich glaube nicht, dass es andersweise auf mich schießt gerade. Okay, also die eine Person, die da wirklich was abbekommen hat, die hat sich danach scheinbar auch wirklich verabschiedet. Okay, da unten sind nochmal welche. Ich hatte mir erhofft, dass hier einer wirklich einfach nur Panik von den Wachen schieben würde. Gut. Wir kommen da aktuell noch nicht durch und da wartet schon wieder etwas auf uns. So, mehrere Wege. Dann gehen wir erstmal den interessanteren nach oben. Okay. Damit sind wir wieder hier. Die eine einzelne arme Sau. Ich habe wieder zugemacht. Na, 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 na. Sind die clever, selber genug, um Türen wieder aufzumachen? Die volle Kanne in die Fresse bekommen. Die arme Sau. Ich frage mich, ob Menschen mit Wasser gefüllt besser schmecken. Ah, gut aus. Okay. Nimm, 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 nimm. Aha, okay. Ich gehe mal von aus, in der ersten Linie ist das erstmal nur eine... Ah, ja, ich würde sagen, nur eine Abkürzung. Das hier ist nämlich weit interessanter. Let's go! But use left shift to echo locate nearby health crevices. Coolio. Hello. Habe ich davon ansatzweise was, sie so gefangen zu halten? Warte mal bitte einfach. Whoa, whoopsie. Das war nicht meine Idee. Ich wollte eigentlich nur die Tür schließen, damit der eine hier eine Möglichkeit hat zu flüchten. Was ist das? Rechner oder sowas. Hier.
Njam, 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 njam. Oh, also, dieses Spiel macht wirklich Laune. Einfach, weil man so richtig fies mit den Kollegen umgeht. Aber ich frage mich natürlich jetzt wirklich, wir sind immer noch so in dieser Anfangsphase. Was wird da in der Zukunft noch reinzukommen? Denn ich gehe davon aus, irgendwann Turrets, besser bewaffnete, besser ausgestattete Leute, das heißt vielleicht so wirklich mit Rüstung, die man eben nicht einfach anheben kann, oder die Leute allgemein. Flammenwerfer, irgend sowas meines Erachtens muss dann eigentlich in der Zukunft kommen, dass du gerade eben Hazardous Wasteland Phil endlich zu Hause. So, ich kann mich da nicht durchzwängen. Und da komme ich auch noch nicht durch. Okay, also hier sollen wir einfach noch aktuell nicht sein. Wir sollen also vermutlich erstmal noch den anderen letzten Bereich finden. So, ist das etwas, was ich hier... Kann ich das Ding eigentlich allgemein irgendwie bewegen? No. Kann ich hier mit der Konsole so enthalten? No. Oi. Ich mein Essen hier zurückgelassen. Weiß noch nicht, was das ist. What? Hm. Damit haben wir interagiert. Ich meine, wir können ganz gerne nochmal nach oben gehen. Genau, wir sehen auf jeden Fall zwei Sachen, haben wir damit schon jetzt hier versucht zu öffnen. Das Ding hier, hi. Das ist immer noch unklar. Hier waren wir mittlerweile. Ich gucke mich trotzdem mal so ein kleines bisschen um. Oh, waren wir hier noch nicht? Das haben wir einfach übersehen gehabt. Genau, das ist nämlich jetzt der wichtige Finale von denen. Ja, das ist tatsächlich hier, sind wir einfach weitergegangen. Anstatt dass ich uns hier noch genau umzugucken. Oh, da kann ich nicht auch. Okay. Achso, ja genau, da oben müssen wir lang. Ich hab schon wieder vergessen, wie das aufgebaut war. Ja, jetzt geht's eigentlich noch dahin. Wieder. Und zu sehen, wo wir jetzt als nächstes hingebracht werden. Ich denke natürlich auch, es sollte klar sein, die große Frage ist, gerade da, dass es scheinbar so gewisse Metroidvania-ähnliche Ideen gibt, dass man weite Sachen freischaltet, was hier... Military Junket, uh-oh. Status Secure, eh? Not anymore! Die große Frage ist halt, aber natürlich, wie lang das Spiel wirklich ist, was es hier noch zu bieten hat, um vielleicht Geschwindigkeitsgrad zu bieten, aber auch gleichzeitig natürlich, was man hier selber noch freischalten kann. Denn, ja, wenn man mal ganz kurz guckt, wir haben hier oben links in der Ecke L-Shift. Wir haben unten rechts Shoot Web. Und wir haben noch zwei weitere Sachen in den anderen beiden Ecken. Ich würde schon sagen, hat man irgendwie die Möglichkeit, das dann irgendwie so dagegen zu schießen und dann wegzuziehen? No. Squeeze in? Uh-oh, what are we doing? Huh. Wir sind ein Mensch. Was haben wir davon, ein Mensch zu sein? Ja, man merkt so ein kleines bisschen, das Spiel ist nicht hundertprozentig dafür gemacht, dass man ein Mensch ist. Okay, wir haben zwei Nasen und eine Drohne an unserer Seite. Now what? Examine, ah. Mmm, Jelly. A patch of Antediluvian Moss. Okay, soll ich mir die alle angucken hier? Okay. It won't budge. Okay, aber jetzt haben wir auf jeden Fall hier schon die Übersicht bekommen, was mit menschlichen Controls gemeint ist. Aber vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, wirklich uns noch zu verwandeln in der Zukunft in einen Menschen. So, die sind natürlich zu dumm, um mir zu folgen. Und dadurch, dass ich auch selber nicht irgendwie springen kann, ich nutze ganz bewusst die ganzen Tasten, die wir für unser Monster genutzt hatten. Das war, wo du da hochrennst.
Oh. Rillis Helle Model. Okay. Now what? Ich war jetzt gefühlt überall, wo ich hingehen konnte. Deswegen, hier kam ich ja nicht weiter. Oh. Okay. Frag mich, ob uns das irgendwie selber irgendwie als Kreatur dann weiterhilft. Plan C4, what are you guys doing? A disorganized mass of bones and dry tissue. Undivided species of tabby fex worms. Okay. Das Gefühl, dass wir nicht... What are you guys doing? Verhindert sie das gerade irgendwie? Oh, der eine Kollege da hinten macht noch mal irgendwas anderes. What were you doing in here? Oh. Okay. Wir sollen also vermutlich hier jetzt in Sicherheit uns begeben. Und dürfen wir selber... Yeah, baby! Kaboom, kaboom! Bin auch so frei, werde jetzt hier nicht unendlich lange warten. Oh boy, das ist auch noch so in Schritte aufgeteilt. Weil da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, das war jetzt noch nicht so interessant. Weil ich das Gefühl hatte, man hatte irgendwie 80% mit in nutzlosem Zeug verbracht. Oh, hi. Ha. Ich war mir jetzt nicht so bewusst, dass wir den Loop-de-Loop gemacht haben. Wirklich schon mal? Ja, genau. Wir waren hier wirklich schon mal. Wir müssen nämlich jetzt hier das so umlegen, um da durchzukommen. Wirklich? Uranium meint so. Wirklich? Also ein Spiel, das sehr, sehr stylisch ist. Tschu-tschu, come on. Und noch einmal. Oh, sind die alle hier wirklich angekommen? Cool. So Kleinigkeiten. Hallo, it's a me. Au, au, au. Nicht cool. Die haben mir wirklich Aui gemacht. Oh wow, ich kann da wirklich. Ah, 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 ah. Wow. Ich glaube, der hat den anderen, den ich da noch hatte. Das war nice. Hat ihn da wirklich dann so lange festgekettet. So lebt die Person jetzt noch? Lass mal ganz kurz mit unserem Essen nochmal ein bisschen spielen. Beziehungsweise, guck mal gerade mal so ein bisschen, was ich hier habe. Okay, hier haben wir nochmal eine Sache, wo wir zwar durchschießen können, aber aktuell haben wir davon noch nicht viel. Die ist wirklich dabei draufgegangen. Da war also wirklich die Geschwindigkeit des Netzes so stark, dass es den einfach sofort ausgeschalten hatte. Ich fand es vor allem auch cool, dass die darauf reagiert haben, als wir halt den Dinosaur-Button gedrückt hatten. Oh, nice. Also, zumindest dieser Ersteindruck ist wirklich positiv. Carrion wirkt sehr, sehr cool, sehr, sehr stylisch. Aber gleichzeitig muss man auch wirklich hervorheben, unendlich stark sind wir jetzt auch nicht. To taunt your enemies. Die sind nicht doof.
Hoi. Ich warte eigentlich nur so ein bisschen darauf, dass es irgendwann Leute gibt, die selbst im angeschlagenen Zustand sich wehren. So, ich will mich natürlich hier so ein bisschen cool anstellen. Ich will natürlich versuchen, den irgendwie mit so einem... Ja, so einfach ist es leider nicht. Okay, gucken wir mal, wie lange der weiterhin darin herum... Oh, wow. Das ist automatisch dann irgendwann... Nope. Okay. Kann sie aus dem... Oh, ja. Tatsächlich. Und wie man zum Beispiel sieht, wir haben dadurch extremsten Schaden genommen. Also, in der Theorie sind wir schon ziemlich gefährlich, aber wenn man es einfach mal machen lässt, dann sieht das doch sehr schnell, sehr schnell anders aus. So, hier theoretisch einfach nur für Schleichoptionen. Aber wir werden auch irgendwann von unten nochmal hier wieder hinkommen. Gehe ich mal davon aus, dass wir dann irgendwann vielleicht die Möglichkeit haben, diese anderen Sachen kaputt zu machen. Weil jetzt bin ich natürlich fies und gehe auf... Nope, stopp. Aus dem Weg. Erstmal die anderen los. Die sich nicht wehren können. Und dann erst zu guter Letzt den mit der Waffe. Um ja hervorzuheben, dass hier ja nichts euch schützen kann. Keine Pistolen, keine Wachmänner allgemein. Hab ich dich überhaupt gegessen? Nö, du bist einfach so zweigeteilt worden. Whoopsie. Das geht wieder nach oben, aber lass uns mal ganz kurz... Oh, nice, ja. Also, bisher hat man aber trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass alle Gegner, die man wirklich antreffen kann, auch wirklich betreten muss. Denn hätte ich zum Beispiel mich nicht dorthin begeben, hätte ich nicht den Safe Point bekommen, den ich benötige, um die nächste Tür zu öffnen. Oh, he looks nasty. Jetzt habe ich den hier reingelassen. Oder er hat jetzt die Möglichkeit reinzukommen. Oh wow, oh oh. Wow, hat er das überlebt? No, interessanterweise nicht. Ha. Huh. Die kann der nicht aufessen. Ja, natürlich interessant, dass sie aus einem Material gemacht worden sind, das er nicht zerstören kann. Aber wie man sich natürlich vorstellen kann, so viel Blut, wie wir aus dem da raus zappeln, die sind tot. Definitiv, keine Frage. Keine Chance für die. Oh, Baby. What do we have here? So, warum kann ich damit jetzt noch nicht interagieren? Also, ich das mehr kaputt machen musste, genau. Damage vent covers in wooden walls slash enemies hold E. Okay. Oh, baby. Interessanterweise auch da oben haben wir jetzt mehr Slots bekommen. Vorher hatten wir nur 5, jetzt haben wir 10. Ja, und das ist natürlich jetzt hier... Oh, wir dürfen hier nicht einmal wieder zurück. Ebenfalls wichtig ist, man sieht zum Beispiel, da werden einem so ein bisschen Pfeiler vorgehoben, aber man muss die wirklich konstant durchhalten. Also man kann nicht irgendwie früher drücken, um für weniger Schaden oder ähnliches. Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Frage, nachdem wir auf einmal doch relativ viele dieser Holzsachen hier haben. Oder finden konnten in der Vergangenheit bereits. Welche von denen sind denn tatsächlich interessant für einen? Würde es jetzt hier auf einmal irgendwelche Secrets geben? Beispiel hier. Ist das irgendwas? Ist einfach nur Licht. Okay. Da unten komme ich leider so nicht durch.
Deswegen das Interessante ist, oh, ich habe jetzt nicht mehr die Webshot-Ability. Ich dachte, deswegen, ich fand es schon merkwürdig, dass es beides auf E war. Aber wenn man sich das jetzt wirklich auch anguckt, die Auswahlmöglichkeiten im UI sind einfach nur getauscht worden. Aber es ist nicht zwei Abilities, oder wir haben noch weiterhin zwei, aber jetzt nicht drei bekommen. Das würde ich mal wiederum als interessante Entscheidung bezeichnen. Ja, aber ich denke, man hat so im Großen und Ganzen gesehen, um was es hier in dem Spiel geht. Und ich denke, man muss so ein bisschen der Typ dafür sein. Und ich denke mal, die sehen, ich bin der Typ dafür. Ich finde dieses Spiel wirklich, wirklich... aui. Cool. Warum kann ich das nicht so... Ach so, okay. Also, da muss man, denke ich, auch so ein bisschen lernen, wo die eigene Masse... Oh! Das hatte natürlich auch wirklich was Cooles, dass die... Dass sie sich darauf fokussiert haben, auf Geräusche hören. Hohoho, Baby. Au! You ass. Zum Glück habe ich Snuckos, um mich hier wieder aufzufinden. Also das ist natürlich schon übel, weil wenn man überlegt, die haben eh schon kaum eine Chance. Die müssen wirklich darauf hoffen, dass sie aus der Entfernung auf mich schießen, vielleicht sogar mehrere Leute, und dann waren in dem Fall zum Beispiel 5 Treffer wären mehr als genug, um uns zu besiegen. Aber wenn wir jetzt auf einmal durch Wände auch noch uns durcharbeiten können. Kann man damit so ein bisschen... Ich denke, das ist immer so ein bisschen das Problem, man braucht... Ich will natürlich... No, no, stop! Stop! Ich will dir doch nur hier diesen Waggon entgegenwerfen. Menno! You ass! Yes! Wo man einfach mit einem Ragdoll den so wegäumeln kann. Amazing. I love it. Oh, wow. Wow, 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 wow. Die haben auf einmal böses Zeug. Ha. Huh. Da muss ich jetzt natürlich mich schon fragen. Uh-oh. Wie, sind die wirklich so clever, dass sie mich hören? Okay, also die... Problematik, die man natürlich jetzt bei denen schon relativ schnell wahrnimmt. Die kann man nicht aufessen. Und sie haben Möglichkeiten, sich zu schützen. Warum habe ich jetzt die Webshot-Ability wieder? Okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Hallo. Don't mind me. Oh, oh, I see. Wenn wir weniger AP haben, können wir Pew Pew à la Spider-Man. Wenn wir mehr haben, haben wir die andere Fähigkeit. Ich frage mich ja jetzt hier schon eigentlich fast, ob es möglich ist, einen Pazifisten zu spielen. Wo man überhaupt keinen umbringt, sondern einfach nur wirklich versucht zu flüchten. Ich denke, das wäre auch nochmal interessant. Ob es da irgendwelche anderen Sachen gibt, die man machen könnte, die so ein bisschen gegen die Spielidee gehen. Na gut. Ich denke, damit kommen wir zum Ende. Wir haben einen guten Eindruck bekommen. Ich gehe mal davon aus, da ich das immer noch halt einer hier oben abgeschlossen ist, dass man da den auch noch freistellt und vielleicht das ebenfalls aufgebaut ist wie mit den ersten beiden Fähigkeiten, dass man dann so gesehen nochmal 5 extra AP bekommt und die nur dann in diesen höheren Bereich einsetzen kann. Aber ich finde dieses Spiel wirklich cool. Und kann es dementsprechend zumindest von dem Ersteindruck nur empfehlen. Ich hoffe ebenfalls, dass es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich und bis dann.